Jo, hallo und herzlich willkommen im Wald. Jetzt geht's mal richtig los mit der ganzen Sache mit dem Klimawandel. Ich habe relativ lange überlegt, wo fange ich denn am besten an? Und nach relativ langer Überlegung bin ich zu dem Entschluss gekommen, ich fange einfach am Anfang an und erzähle euch erstmal was über die Atmosphäre. Und dann habe ich überlegt, wo fange ich denn mit der Atmosphäre am besten an? Und bin dann auch relativ schnell diesmal zum Entschluss gekommen, dass ich dann am besten am Anfang anfange. Und der Anfang ist vor 4,6 Milliarden Jahren bei der Entstehung unseres Sonnensystems. So, dann sei noch mal kurz darauf hingewiesen, diesmal schmeiße ich ein bisschen mit Zahlen um mich. Die werde ich dann auch noch irgendwie schön einblenden, damit das Ganze ein bisschen übersichtlicher bleibt. Das ganze Video ist relativ kompliziert möglicherweise, wenn ihr keine Ahnung von Chemie oder Physik habt. Ich setze also so mittleres Schulwissen in Chemie und Physik voraus, dass euch also schon mal klar ist, was Gravitation ist und wie die so ganz grob funktioniert, dass Planeten sich gegenseitig anziehen, solche Dinge, dass ihr schon mal was von Stickstoff, Sauerstoff, Kohlenstoff und solche Sachen gehört habt, dass ihr wisst, wo Wasserstoff so einzuordnen ist im Periodensystem der Elemente. Nämlich das erste Element, also super leicht und super klein. Solche Dinge, so ganz einfaches Grundwissen setze ich einfach mal voraus und dann legen wir auch mal los. Gut, also Atmosphäre. Was ist eine Atmosphäre? Ist im Wesentlichen, es gibt da kompliziertere Definitionen, einfach eine Gashülle um einen Himmelskörper. Man kann sich streiten, ob es um einen Planeten sein muss. Sagen wir einfach mal Himmelskörper. So eine Gashülle besteht dann meistens aus vielen verschiedenen Gasen. Übrigens, jedes Mal, wenn ich diesen hier mache, versuche ich die Mücke zu fangen, die gerade zwischen mir und der Kamera hin und her fliegt. Also nicht wundern, wenn das ein paar Mal vorkommt. Deswegen mache ich nicht jedes Mal einen Schnitt. Damit müsst ihr jetzt einfach leben. Jo, Kapitel 1. Was braucht man, um eine Atmosphäre haben zu können, wenn man ein Planet ist? Zunächst mal sollte man groß genug sein, um eine gewisse Gravitation auszuüben, um in der Lage zu sein, Gasteilchen, die zwar sehr klein und sehr beweglich sind, aber eben trotzdem Materieteilchen, mit der eigenen Anziehungskraft, Gravitation, an sich binden zu können. Sprich, die Gasteilchen sollten nicht einfach wieder wegfliegen, weil sie sich relativ schnell bewegen. Punkt 2. Weshalb bewegen die sich schnell, beziehungsweise wann bewegen sich Gasteilchen schnell? Auch Physik-Schulwissen, wenn es warm ist. Also ein Gas ist umso beweglicher und umso flüchtiger, in Anführungszeichen, je wärmer es ist. Wir brauchen also einen Planeten, der groß und nicht allzu warm ist. So, und Punkt C, dann kommt es nochmal drauf an, von welchem Gas sprechen wir überhaupt. Nämlich, Wasserstoff ist ja als sehr leichtes und sehr flixes Gas, das dann auch wirklich sehr reaktiv ist, sehr schnell aus der Anziehungskraft von so einem Planeten entkommen, weil die Gasteilchen susen da ja so in der Gegend rum. Und je nachdem, wie groß und träge die sind, passiert das halt schneller oder weniger schnell, beziehungsweise wenn sie groß sind sie langsam, wenn sie klein sind sie schnell. Das heißt, Wasserstoff, um Wasserstoff, eine Wasserstoffatmosphäre haben zu können, muss man schon ein sehr großer Planet oder ein sehr kalter, mittelgroßer Planet sein, dass sich der Wasserstoff am Planeten hält. Das sind so die wesentlichen Bedingungen, die man überhaupt braucht, um eine Atmosphäre zu haben. Das heißt, der Mond beispielsweise, unser Mond, hat keine. Eigentlich hat kein Mond meines Wissens, obwohl, na vielleicht irgendwelche Monde, dafür kenne ich mich nicht gut genug aus. Aber unser Mond hat zum Beispiel keine Atmosphäre, weil er a, viel zu klein ist und bloß, ich glaube, 7% oder was der Erdanziehungskraft besitzt. Und außerdem ist unser Mond auf der hellen Seite viel zu warm. Da wird es also tags auf dem Mond 120 Grad Oberflächentemperatur. Heiß. Das ist zu heiß, um nennenswert irgendwelches Zeug an Gasen da festheben zu können bei der kleinen Gravitation. Nur so als Beispiel. Ja, unsere Erde hat jetzt den praktischen Vorteil, dass sie genau richtig weit weg ist von der Sonne, dass es auf ihr exakt die richtige Temperatur hat, also haben würde, wenn keine Atmosphäre da wäre, die ja die Temperatur verändert. Aber selbst dann wäre die Erde, also vom Abstand von der Sonne her, so optimal gelegen, dass sie sich quasi eine Atmosphäre bilden könnte, weil es nicht so heiß auf ihr werden würde. Im Gegenteil, es wäre ja saumäßig kalt. Und sie ist eben groß genug,
und damit ist sie in der Lage, größere Gase, also schwerere Gase an sich zu binden. Wasserstoff oder Helium, das wäre auch die Alternative, die es auch theoretisch als Atmosphäre gäbe, geht nicht. Dafür ist sie dann wieder nicht groß genug, die Erde. Kalt genug wäre sie, aber nicht groß genug. So, und jetzt müssen wir mal darauf eingehen, wo denn unsere Atmosphäre eigentlich herkommt. Nämlich die Uratmosphäre, Kapitel 2. So, also, vor 4,6 Milliarden Jahren, Zahl so ungefähr, ist ein bisschen umstritten meines Wissens, war die Erde ja mehr so ein lockerer Zusammenschluss so aus verschiedenen Materiebrocken, die da so irgendwo so im All rumgeflogen sind, als sich hier gerade so ein bisschen das Universum ausgedehnt hat, die ganze Urknalltheorie, lasst ihr euch von einem Physiker erklären, dafür bin ich wirklich nicht gut genug in Physik, und wie dem auch sei, jedenfalls flogen da so diverse Materiebrocken durch die Gegend, die sich dann irgendwann früher oder später gegenseitig angezogen haben und dann unter Umständen groß genug waren, um aneinander kleben zu bleiben. Und dann kam noch ein dritter Materiebrocken, der dann von diesen noch größeren Brocken noch stärker angezogen wurde und blieb dann auch dran kleben und so weiter. Und damit haben sich dann nach und nach die Planeten zusammengeballt. Jo, also nachdem sich dann alles entsprechend zusammengeklumpt hatte, war dann die Anziehungskraft irgendwann groß genug, dass sich auch Gase angezogen gefühlt haben. Also sprich, wie ich eben beschrieben habe, ist der Planet oder Himmelskörper groß genug, zieht er irgendwann sogar Gase an sich ran und kann sie bei sich halten, weil seine Anziehungskraft groß genug ist. Die Temperatur war noch vergleichsweise niedrig, wurde dann aber immer höher, weil diese ganzen Einschläge, bam, von neuer Materie, all die vielen Meteoriten, die damals noch unterwegs waren, eben natürlich jedes Mal beim Einschlag auch Wärme abgegeben haben, allein durch diese mechanische Energie beim Auftreffen von so einem Teil mit was weiß ich wie viel hoher Geschwindigkeit auf diesen massiven Körper, der dann mal die Erde werden sollte, das gab wahnsinnig Energie ab und das Ganze hat sich richtig schön aufgeheizt, das ganze System. Wie dem auch sei, bevor es zu heiß wurde, hat es eine erste Atmosphäre gebildet. Und man sollte vielleicht noch hinzusagen, dieser ganze Prozess des Zusammenballens der Erde ging relativ schnell, wird wahrscheinlich nur 10 Millionen Jahre gedauert haben. So habe ich das zumindest nachgelesen. Also vergleichsweise super schnell, wenn man bedenkt, wie alt die Erde schon ist und wie schnell andere Prozesse, beziehungsweise wie langsam andere Prozesse abgelaufen sind, zu denen wir noch kommen werden. Also unsere Uratmosphäre zur Entstehung der Erde, kurz danach in Anführungszeichen, beziehungsweise während der Entstehung sogar noch, bestand nämlich aus folgendem: 92% Wasserstoff. Da soll man einen ein Feuerzeug anzünden oder mit dem Feuerstil rumhantieren, dann macht's Peng. Nein, macht's nicht, weil es fehlt der Sauerstoff. Denn die restlichen Zusammensetzungen der Atmosphäre waren dann noch 7% Helium. Oh toll, kann man viel mit anfangen, wenn man irgendwie atmen möchte und ähnliches. Und jetzt kommt's. 0,008% Stickstoff. Das macht ja heutzutage 80% so roundabout aus. Und 0,006% Sauerstoff. Also atmen könnte schwierig gewesen sein, ne? Jetzt haben wir ja so rund 19%, wenn mich nicht alles täuscht, hieß es mal, habe ich mal, glaube ich, meine ich irgendwo gelesen zu haben. Ich blende euch sowas immer noch mal unten ein mit den ganz korrekten Zahlen. Also in der Uratmosphäre wäre nicht so lustig gewesen. Jetzt hat die Uratmosphäre allerdings nicht lange gehalten, weil A, die Erde ist ja durch den ständigen Aufprall von Meteoriten, die dann von sonst wo kamen, immer heißer geworden, hatte ich ja schon erwähnt, und entsprechend war sie dann relativ schnell ein glühender, heißer Ball, flüssige Lava im Prinzip, und da war mit Atmosphäre nicht mehr viel los. Das ganze Zeug wäre also wieder abgehauen, weil einfach zu heiß, zu schnelle Gase, die dann einfach der Anziehungskraft hätten entkommen können. Jo, also dazu kam es dann gar nicht, dass uns die Atmosphäre abhanden gekommen ist, weil Erde zu warm. Nämlich die Sonne ist vorher explodiert. Wie, die Sonne ist explodiert? Ja, nee, die war davor noch gar nicht an, in Anführungszeichen. Also die Sonne hat erst dann
kurz nach Entstehung des Sonnensystems überhaupt angefangen zu brennen, wenn man das dann so nennen möchte. Und dieser Entzündungsvorgang hat halt dazu geführt, dass eine riesige Welle von Energie, elektromagnetische Strahlung von der Sonne ausgegangen ist, die mit diesem Entzünden einherging, und die hat bei sämtlichen Planeten der Umgebung alles, was da an Atmosphäre vorher da war, einfach weggerissen und in die äußeren Bereiche des Sonnensystems befördert. Das heißt, die Atmosphäre war erstmal flöten. Die stand die Uratmosphäre. Aber nachdem die Erde dann langsam wieder abgekühlt ist, weil die Meteoriteneinschläge irgendwann aufgehört haben und die Sonne sich auch auf ein konstantes Niveau eingebrannt hatte sozusagen, ist die Erde dann ausreichend abgekühlt gewesen, dass eine neue Atmosphäre gebildet werden konnte. Und darauf gehen wir jetzt ein. Jo, die neue Atmosphäre hat sich dann also relativ bald auch gebildet, bloß 100 Millionen Jahre nach eben der Entstehung der allerersten Atmosphäre, und bestand überwiegend aus Wasserdampf. Wasserdampf kam jetzt woher? Man vermutet, dass das einfach per Meteorit, Komet oder sonst was irgendwie auf der Erde gelandet ist, dass der also hohe Massen an Eis geladen hatte und dann auf die Erde gekracht ist, und das Wasser war dann einfach da. Da Wasser dann ein vergleichsweise, auch in Wasserform von Wasserdampf, ein vergleichsweise schweres Molekül ist, ist es jetzt nicht so schwer, das als halbwegs großer Planet in der Atmosphäre zu halten, beziehungsweise als Atmosphäre zu halten. Und diese neue Atmosphäre bestand dann also zu 80% aus Wasserdampf, zu 10% aus Kohlendioxid, also das ist das Zeug, was bei uns ja jetzt den Treibhauseffekt verursacht, und in einer Konzentration von weit unter 1% liegt, also quasi enorme Mengen an Kohlendioxid, die potenziell in der Atmosphäre mal vorhanden waren und auf dem Planeten eigentlich vorliegen. Dann 5-7% Schwefelwasserstoff, nicht gesund, gar nicht gesund. Und dann hatten wir jeweils, und das ist wieder interessant, weil das eigentlich nur in ganz, ganz kleinen Mengen ursprünglich mal vorhanden war, 0,5% Methan, auch böses Klimagas in Anführungszeichen, wiederum 0,5% Ammoniak. Ammoniak ist quasi die Quelle gewesen für den Stickstoff, den wir jetzt in der Atmosphäre haben, kommt gleich. Und dann noch 0,5% Wasserstoff. So, was ist jetzt aus dem ganzen Zeug passiert? Zunächst mal muss man ja sagen, die Erde ist ja immer weiter abgekühlt, weil durch die fehlenden Meteoriteneinschläge war das eine konstante Abkühlungsphase, die dann eingesetzt hatte. Was passiert jetzt mit Wasserdampf, wenn es kälter wird? Der kondensiert. Und das ist halt bei uns eben auch entsprechend passiert. Die Erdtemperatur ist dann immer weiter deutlich unter 100 Grad gesunken, was dazu geführt hat, dass der allergrößte Anteil des Wasserdampfs tatsächlich kondensiert ist. Und wo sollte er hin? Natürlich auf die Erdoberfläche. Und was ist entstanden? Der Ozean. Damals war es noch der Ozean, nicht die Ozeane. Damit war der Wasserdampf schon mal raus aus der Atmosphäre. Was ist dann noch im Wasser gelandet, muss man nämlich dazu sagen, dass einfach das Vorhandensein des Wassers dazu geführt hat, dass ganz viel Kohlendioxid ins Wasser diffundiert ist. Jetzt könnte man sagen, ja okay, dann war das Wasser quasi Kohlensäure, weil Kohlensäure ist nichts anderes als Wasser mit Kohlenstoffdioxid drin. Weil das wurde dann zusätzlich durch die sehr hohe Sättigung dann unter Wasser quasi auch schon wieder als Feststoff sedimentiert in verschiedenen Formen. Aber jedenfalls war es dann wieder raus aus dem Ozean und quasi rein in die Erdkruste in Anführungszeichen und lag unterm Wasser, wodurch die Ozeane wieder in der Lage waren, neues CO2 aufzunehmen, weil sie das alte ja schon unten abgelagert hatten. Das heißt, so nach und nach ist also dieser enorm hohe Kohlenstoffdioxidanteil, den wir mal in der Atmosphäre hatten, primär erstmal durch die Ozeane stark reduziert worden. Das gleiche gilt für den Schwefelwasserstoff, der ist auch in den Ozeanen eingelagert worden. Deshalb haben wir jetzt da auch dann relativ häufig irgendwelche Schwefelquellen oder sonst was unterirdisch, die einfach in diesen Schwefelsedimenten entstanden sind. So hat man es mir zumindest mal erzählt, da bin ich mir jetzt nicht so wirklich fit, so Unterwassergeschichten. Aber jedenfalls, der ganze Schwefelwasserstoff ist da auch
teilweise drin gelandet. Das andere Zeug jeweils, jetzt muss man dazu sagen, wir hatten ja noch keinen Schutz vor der Sonnenstrahlung. Die Sonnenstrahlung, wenn sie dann wirklich völlig schutzfrei ankommt, führt die dazu, dass sie so ziemlich jedes Molekül, was irgendwie auch nur halbwegs spaltbar ist, tatsächlich spaltet, weil die ungefilterte Sonnenstrahlung einfach unendlich stark ist und quasi jede chemische Verbindung auseinanderreißen kann, indem sie einen solchen Energiestoß in diese Verbindung setzt, dass da einfach alles auseinanderfliegt. Und so ist das eben geschehen mit zum Beispiel dem Ammoniak, dem Rest vom Schwefelwasserstoff, dem Kohlenmonoxid. Und was ist dabei so rausgekommen? Dann die einzelnen Atome halt. Was machen Atome, wenn sie tatsächlich mal einzeln auftreten? Sie verbinden sich sofort zu irgendwas Neuem. Oder sie sausen davon. Im Fall vom Wasserstoff war es tatsächlich so, dass der davon gesaust ist. Also der Anteil Wasserstoff in der Atmosphäre ist einfach dann abgehauen, weil die Erde auch zu kalt wurde und sie ihn nicht mehr halten konnte. Was an Kohlenstoff so frei geworden ist, an freiem Kohlenstoff, hat sich relativ schnell mit dem ebenfalls frei gewordenen Sauerstoff verbunden. Wir hatten dann teilweise einfach noch mehr CO2. Oder gerade Kohlenstoff und Sauerstoff sind ja relativ reaktive Materialien, die sehr schnell alle möglichen Verbindungen eingehen können. Vor allem eben der Sauerstoff hat dann ganz schnell irgendwo irgendwas oxidiert und war dann erstmal weg. Das ist also relativ schnell passiert. Sobald irgendwo freier Sauerstoff unterwegs ist, hockt er sich irgendwo dran. Der ist extrem reaktiv und bleibt nicht lange alleine, in Anführungszeichen. So Grundlagenchemie. Ich gehe mal davon aus, dass ihr wisst, was ich meine. Jawohl. Und das Methan wurde halt eben dann auch von der UV-Strahlung halt auch aufgespalten und war dann auch relativ schnell weg, beziehungsweise wurde halt in seine Bestandteile Kohlenstoff und Wasserstoff zerlegt, wo der Wasserstoff wieder verschwunden ist, der Kohlenstoff wieder irgendwo eingebaut. Sprich, was ist übrig geblieben von all diesem Zeug, was da so zerlegt wurde? Nur der Stickstoff. Weil Stickstoff ja sehr reaktionsträge ist, deshalb heißt er ja auch Stickstoff, weil man mit ihm Dinge ersticken kann, weil sobald man den irgendwo drauf tut, passiert nichts mehr. Der blieb da. Heißt, letztendlich stammt also all unserer Stickstoff, den wir jetzt in der Atmosphäre haben, tatsächlich aus diesem vom Anteil her ganz, ganz wenig Stickstoff, Verbindungen, Krempel, den wir damals in der Atmosphäre hatten. Und das bisschen, was damals drin war, macht jetzt fast 4/5 der Atmosphäre aus. Ne? Ist interessant, oder? Das heißt, die Atmosphäre muss damals auch viel dichter gewesen sein, als sie es jetzt heute ist. Da hätte man quasi im Messer durchschneiden können. Das natürlich auch nicht, aber wir haben jetzt eine vergleichsweise dünne Atmosphäre, weil eben diese ganzen Sachen da jetzt so gar nicht mehr drin sind, die da früher mal drin waren. Ja, der eben beschriebene Vorgang dauerte dann insgesamt 2,5 Milliarden Jahre und es entstand eben eine Atmosphäre, die der heutigen jetzt schon relativ ähnlich ist. Also man kann schon gewisse Parallelen erkennen, nämlich die bestand dann größtenteils aus Stickstoff, Kohlenstoffdioxid, weil da war noch lange nicht alle in den Ozeanen drin in diesen 2,5 Milliarden Jahren. Also dieser Prozess geht schon lange, aber es hat trotzdem stark nachgelassen mit der Kohlenstoffdioxidkonzentration. Und der Rest war immer noch Wasserdampf. Also nur weil sich jetzt ein Weltmeer gebildet hatte, das besteht ja nicht aus sämtlichem Wasserdampf. Wir haben ja jetzt auch immer noch erhebliche Mengen an Wasserdampf in der Atmosphäre rumfliegen, die jetzt gerade halt mal eben nicht im Ozean sind, dann irgendwann wieder kondensieren, dann wieder ins Wasser, dann woanders verdampft es wieder. Das ist ja ein ewiger Kreislauf, das war damals auch schon so. So, was vermissen wir jetzt? Den Sauerstoff. Und wo kam der jetzt her? Weil das war ja ursprünglich nur 0,5% der ursprünglichen Atmosphärenzusammensetzung. Und ich habe ja schon erklärt, der hat sich mit allen möglichen verbunden und war dann mehr oder weniger weg, als er frei geworden ist. Dann hat er sich hier dran gesetzt und da dran gesetzt und dann war keiner mehr zu sehen. Wo kommt jetzt also plötzlich der ganze Sauerstoff her, den wir jetzt in der Atmosphäre haben? Und das ist auch meiner Meinung nach einer so der Knackpunkte, die man auch beim Klimawandel-Diskussion, wenn man nach Lösungen für das Ganze sucht, immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten muss. Deshalb mache ich auch dieses ganze Video. Ihr werdet dann irgendwann im Laufe der Reihe dann auch irgendwann mal kapieren, warum ich überhaupt diesen ganzen Krempel jetzt hier erzähle. Was hat ja erstmal nichts mit Klimawandel zu tun. Ja, wo kommt der Sauerstoff her? Damals durch einen sehr komischen Zufall, von dem keiner genau sagen kann, wie es dazu eigentlich gekommen ist.
hatte ein kleines Bakterium eine sehr eigenartige Idee und beschloss, okay, da vom Himmel kommt ja so ein Haufen Bombenenergie, ja, also die so unglaublich stark ist, dass man damit überhaupt nichts anfangen kann, wenn man als Bakterium an die Wasseroberfläche schwimmen würde. Man muss dazu sagen, das Meer hat geschützt. Also wenn man da einigermaßen tief drin war, dann hat einem die Strahlung nicht mehr viel tun können. Das war zeitlebens so und ist heute noch so. Wer im Meer wohnt, kriegt keinen Sonnenbrand, in Anführungszeichen. Aber wenn dieses kleine Bakterium auf die Idee gekommen wäre, großartig an die Meeresoberfläche zu schwimmen, hätte es relativ schnell feststellen müssen, oh scheiße, diese Sonnenstrahlung, die ist ja mörderisch, die bringt mich ja sofort um und vernichtet sofort meine Zellwand und ich bin im Eimer. Weil diese Energie, die von dieser Sonnenstrahlung ausgeht, einfach viel zu groß ist. Komischerweise hat dieses Bakterium seltsamerweise das Gegenteil getan und hat sich dem absichtlich ausgesetzt und hat, kein Mensch weiß wieso, ein System erfunden, mit dem sie einen ganz kleinen Teil dieser Strahlung ableiten kann aus der Gesamtmenge der enormen Energie, nämlich so ungefähr 1% der Energiemenge, und einem ganz unglaublich komplizierten Verfahren, in dessen Verlauf Wasser gespalten wird, auch schon ein chemisch enorm aufwendiger Prozess, für den enorme Energiemengen erforderlich sind, um dann mit dieser Energie und dem gespaltenen Wasser als Reagenz sozusagen aus 6 CO2-Molekülen was zusammenzubauen, was man Zucker nennt. Und von Zucker kann man prima leben. Und so rein durch Zufall ist bei dieser komischen Reaktion, die aus irgendwelchen Gründen tatsächlich funktioniert, das heißt, man kann schon erklären, warum sie funktioniert, aber wie das entstanden ist, ist ein Wunder. Da gibt es kein passenderes Wort dafür. Und rein so als zusätzliche Bonuszugabe erzeugt die Photosynthese dann tatsächlich pro gebundenen CO2 2 Atome Sauerstoff. Also werden frei, werden nicht erzeugt. Man kann ja Elemente nicht erschaffen. Aber die werden tatsächlich aus den Reaktionspartnern abgespalten und werden dann als freier Sauerstoff quasi verfügbar und an die Atmosphäre, beziehungsweise wenn das Bakterium im Wasser lebt, natürlich ins Wasser abgegeben, dampfen dann aber aus dem Wasser auch irgendwann in die Atmosphäre raus. Theoretisch. Denn jetzt war ja erstmal das Problem, dass bisher noch so gut wie gar kein Sauerstoff in der Erdatmosphäre verfügbar war, aber jede Menge Zeug, was oxidiert werden kann. Also Eisen kann oxidiert werden, Aluminium kann oxidiert werden, Silizium kann, die ganze Erdkruste besteht fast nur aus Silizium, kann oxidiert werden. Alles Mögliche kann oxidiert werden. Der ganze Vorgang zog sich dann also jetzt erstmal 2 Milliarden Jahre hin. Ich kann nicht genau sagen, wann das angefangen hat, wann die Photosynthese exakt erfunden wurde. Das heißt, wir sind jetzt nicht bei all den genannten Zahlen, die könnt ihr nicht einfach so addieren. Das lief schon so ein bisschen parallel. Also die Entwicklung der Atmosphäre ohne Einfluss des Lebens und die Entwicklung der Atmosphäre mit Einfluss des Lebens ging so ein bisschen parallel. Also wenn man jetzt sämtliche Jahreszahlen, die ich nenne, aufaddiert, kommt man auf irgendwas, dass die Erde dann 6 Milliarden Jahre alt ist. Das ist natürlich auch Käse. Aber das ging unglaublich lange, einfach weil der ganze Sauerstoff sofort verbraucht wurde, sobald er frei wurde. Was heißt verbraucht? Er wurde halt irgendwo dran geklebt und war dann halt nicht mehr verfügbar. Also landete erstmal nicht in der Atmosphäre. Und deshalb dauerte es wirklich 2 Milliarden Jahre, bis die Sauerstoffkonzentration in der Atmosphäre überhaupt nennenswert angestiegen ist. Und zwar auf 1% der heutigen Menge. Also immer noch minimal. Aber dieses 1% war relativ ausschlaggebend, weil dieses 1% tatsächlich gereicht hat, dass die Bildung von Ozon eingesetzt hat. Jetzt wisst ihr garantiert, was Ozonloch ist. Dann wisst ihr auch, was die Ozonschicht macht. Nämlich, sie schützt uns vor besagter super fieser UV-Strahlung, die, wenn sie auf ein Lebewesen trifft, dieses im Prinzip sofort grillt. Kann man so sagen. Das war ja auch jetzt noch so. Diese Bakterien, die es eben geschafft haben, mit Licht zu arbeiten, sind ja auch nur an die Oberfläche des Wassers geschwommen, nicht komplett aus dem Wasser raus. Das hätten sie auch nicht überlebt. Das würden sie heute auch nicht überleben. Aber jetzt ist halt eben das passiert, dass tatsächlich die Ozonschicht begonnen hat, sich zu bilden. Ungefähr zeitgleich hat dann auch tatsächlich die Evolution auch wieder einen Schritt nach vorne gemacht und die eukaryotische Zelle erfunden. Was ist das jetzt?
im Prinzip die simpelste Form des höheren Lebewesens, wenn man so möchte. Das ist einfach eine Zelle, die bereits einen Zellkern besitzt, wie jedes unserer Zellen auch. Jeder höhere Organismus ist aus eukaryotischen Zellen zusammengesetzt. Und die Urform von den Dingern war halt einfach eine einzelne eukaryotische Zelle. Es gibt auch kleine Tierchen, die nur aus einer Zelle bestehen, aber im Prinzip schon ein Tier in Anführungszeichen sind, sozusagen so ein Vorstufe eines Tiers. Mehr als ein Bakterium evolutionär gesehen, aber halt eben auch noch nicht das, was wir als klassisches Tier kennen. Und das wurde dann halt da eben erfunden, hat sich dann relativ schnell auch weiterentwickelt zu einem mehrzelligen Organismus, der erste Spezialisierungen in den Zellen hatte. Sprich, er hatte vielleicht eine Zelle, die speziell für Nahrungsaufnahme zuständig war, eine Zelle, die dafür zuständig war, sich fortzubewegen und eine Zelle speziell zur Fortpflanzung. Zum Beispiel, sowas wäre denkbar gewesen. Das gibt es auch, glaube ich, irgendwo noch bei so ganz primitiven Viechern. Man muss dazu sagen, das gibt es heute auch noch. Aber das Erste, was da entstanden ist, war jetzt weniger Tiere, sondern mehr so Pflanzenzellen. Also die dann auch nochmal die Photosynthese nochmal ein bisschen intensiver betrieben haben. Und überhaupt nahm die Zahl der photosynthesefähigen Organismen im Wasser auch einfach zu. So, also ab diesem Punkt, wo das Leben quasi einen Schritt nach vorne gemacht hat, einen ganz entscheidenden Schritt nach vorne, verzehnfachte sich der Sauerstoffgehalt in der Atmosphäre innerhalb von 1 Milliarde Jahre. Also nochmal erheblich schneller nun. Und das hat dann natürlich die Bildung von Ozon dann irgendwann auch nochmal auf ein Level gehoben, dass tatsächlich die Ozonschicht irgendwann dann mal da war. Kann man genau sagen, wann das war, mehr oder weniger, aber das ist ja jetzt auch nicht so wichtig. Als sie dann jedenfalls da war, hat kurz danach die Evolution auch wieder festgestellt, wir können ja jetzt plötzlich an die Sonne, ohne dass die uns sofort brutzelt. Es entstanden die ersten Landpflanzen. Erst so in Ufernähe, dann später ein bisschen zur Fortpflanzung noch aufs Wasser angewiesen. Also immer noch in Wassernähe, aber im Prinzip schon mal an Land. Das ist alles eine ganz eigene Geschichte mit der Evolution. Es soll ja primär wirklich nur um die Atmosphäre gehen. Aber so der erste Schritt zur Besiedlung des Landes war damals getan. Und wichtig für die Atmosphäre ist, damit gab es jetzt auf einmal auch Landpflanzen, die ja noch mehr Sauerstoff produziert haben, gleichzeitig natürlich auch wieder CO2 aus der Atmosphäre gezogen und in Biomasse gebunden haben, die wir dann im Fall von Landbiomasse dann in irgendeiner Form jetzt als Kohle oder Erdöl fleißig verbrennen. Dieser Vorgang der ersten Landpflanze, also als das Leben quasi an Land ging, das ist jetzt interessanterweise bei all diesem riesigen Zeithorizont, von dem wir sprechen, erst 420 Millionen, nicht Milliarden, Jahre her, also im Prinzip vor ganz, ganz, ganz kurzer Zeit. Überhaupt die Entstehung des Lebens, wenn man sich die komplette Erde als Zeitstrahl vorstellt, dann ist wirklich nur so ein ganz kleines Fitzelchen hier vorne überhaupt belebt. Also die Entstehung der Erde, das Leben auf der Erde, macht nur einen winzig kleinen Anteil an der gesamten Zeit, die Erde schon besteht, überhaupt aus. Relativ witzig ist jetzt, kurz nachdem das Leben an Land angekommen war, also vor 320 Millionen Jahren, vor 420 Millionen Jahren meine ich, hat sich dann durch den zusätzlichen Einfluss des Landgrünzeugs, was sich explosionsartig ausgebreitet hat, mehr oder weniger, also wirklich vergleichsweise super schnell, weil da war ja Platz, da war ja kein Problem, da konnte man ja relativ schnell sich entwickeln und die Evolution auch viel, viel, viel schneller ablaufen, einfach wegen der vielen verschiedenen Möglichkeiten, in die man sich entwickeln konnte und der vielen verschiedenen Lebensräume, das hat das Ganze nochmal wahnsinnig vorangetrieben. 320 Millionen Jahre vor heute erreichte dann die Sauerstoffkonzentration der Atmosphäre ihren heutigen Wert und ist seitdem konstant. Boing. Also wir haben seit 320 Millionen Jahren eine mehr oder weniger relativ unspektakulär sich nur noch ändernde Zusammensetzung der Atmosphärengase. Das Einzige, was so ein bisschen immer im Laufe der Jahrmillionen geschwankt hat, ist tatsächlich die CO2-Konzentration. Weshalb ja auch so viele Leute sagen, na und, Schwankungen der CO2-Konzentration sind ja natürlich. Die hat schon immer geschwankt.
So, zum Schluss noch zwei Sachen, die ich noch dringend loswerden möchte. Macht euch mal klar, was für eine Leistung das Pflanzenmaterial auf dem Planeten erbracht hat in Sachen Sauerstoffproduktion. Also nicht nur, dass sie die Atmosphäre auf unseren jetzigen Sauerstoffgehalt angereichert haben, sondern, wie ja erwähnt, mussten sie erstmal viel mehr Sauerstoff produzieren, um alles, was oxidierbar war, also alles, wo überhaupt Sauerstoff dran geklebt werden konnte auf diesem Planeten, was da irgendwie verfügbar war, musste ja Sauerstoff gesättigt werden. Insgesamt wurde die 25-fache Sauerstoffmenge, die jetzt in der Atmosphäre dran ist, seit Entstehung des Lebens von Pflanzen und Cyanobakterien, die ja streng genommen keine Pflanze sind, produziert. Also das 25-fache dieser enormen Sauerstoffmenge, die wir jetzt haben. Das ist eine unglaubliche Leistung, zu der unsere Vegetation da in der Lage ist. Das ist wirklich, das kann man sich gar nicht vorstellen eigentlich. Schön ist also, dass man daraus auch dann nochmal so ein bisschen ableiten kann. Mal ganz von der ganzen Biomasse, die zusätzlich auch noch dasteht. All dieses Pflanzenmaterial, diese ganze Energie, die jetzt in Form von fossilen Brennstoffen bzw. von Holz oder sonst was gespeichert ist. Was diese Leistung, einfach diese Aufbauleistung der Vegetation. Ich finde das unglaublich faszinierend. Und man kann daran dann auch schön erkennen, welche Macht, das kann man wirklich nicht anders sagen, das ist einfach nur noch eine Macht, die Photosynthese eigentlich hat. Diese Erfindung der Natur, der Evolution, woher auch immer die verdammte Photosynthese gekommen ist. Sie hat eine unglaubliche Power, wenn man das so sagen möchte. Das wollte ich jetzt nur mal kurz zum Nachdenken mitgeben. Und die zweite, weniger positive Sache, die ich zum Nachdenken mitgeben wollte, ist folgende. Denkt nochmal an unsere CO2-Konzentration. Die war ja ursprünglich mal 10%. Die wurde dann dadurch reduziert, dass es eben viel, viel, viel in die Ozeane sedimentiert ist, auch viel, viel, viel in Biomasse gespeichert wurde, da die Photosynthese dann erfunden war. Heißt, das ganze Zeug ist aber auf jeden Fall noch da. Es wurde nur irgendwo eingelagert. Würden wir jetzt auf die Idee kommen, aus welchen Gründen auch immer, und wir sind ja gerade dabei, dass wir auf diese Idee kommen, all dieses CO2, all diese Energie jetzt auch noch nutzen zu wollen und auf Teufel komm raus, alles zu verbrauchen, was dieser Planet an gespeicherter Energie zu bieten hat, hätten wir interessanterweise die gleiche CO2-Konzentration wie die Venus. Interessant ist jetzt, die Venus ist der Erde gar nicht mal so unähnlich, wenn man bedenkt, dass sie auch eine wasserstoffbasierte Atmosphäre hat. Nur kann die Venus kein Wasser in flüssiger Form ausbilden, weil dafür ist es da zu heiß. Jetzt finde ich es interessant, wenn man bedenkt, dass sie die CO2-Konzentration, die wir mal hatten, hat, es da jetzt zu heiß ist, um Wasser ausbilden zu können, obwohl es vorhanden ist. Was würde jetzt wohl möglicherweise passieren, wenn wir wieder die CO2-Konzentration von der Venus hätten? Denkt da mal drüber nach. Macht's gut. Ciao.